Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Wir sind jetzt bei Super Buu angekommen. Jetzt mal gucken, kämpfen wir mit Super Buu oder kämpfen wir mit Gogeta? Gotenks meine ich. Buu kommt zum Tempel und verlangt den versprochenen Gegner und verwandelt alle in Choco, verfrisst sie und... Ah ne, zuerst geht er in die Raum von Geist und Zeit. Erst wenn er daraus abhaut, frisst er die anderen mit. Einfach verwandeln in Schokolade. Kämpfen wir jetzt im Raum von Geist und Zeit? Ne, ich glaube, die Arena gibt es in dem Spiel gar nicht, gell? Ne, die gibt es hier gar nicht, ne. Dann wieder vom Raum von Geist und Zeit wahrscheinlich. Palast meine ich. Ne, oder Gebirge. Achso, man überspringt es gleich ganz auf dem dreifachen Super Saiyan. Witzig. Aber okay, wir spielen mit Gotenks. Na gut, mach mal vom dreifachen Super Saiyan zum Wechsel zum anderen dreifachen Super Saiyan. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich recht. So. Ich habe mir ja auch vorgenommen, heute bis zum Ende aufzunehmen. Also das heißt, ich werde jetzt das Spiel durchzocken auf X noch. Dass ich eigentlich für die ganze Woche jetzt Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Parts habe. Was doch gut ist, oder Leute? Da kommt auf jeden Fall jeden Tag ein Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi Part. Okay, wieder in den Nahkampf. Jetzt hat er mich auch noch gekriegt, die Trickser. Na, scheiße. Kann ich da eigentlich irgendwas machen? Nee, kann ich voll vergessen. Ohne Energie geht er gar nicht. Das ist voll behindert. Egal, dann laden wir mal ein bisschen was auf. Okay, komm. Ah, okay, das ist mir mal richtig geraten. Scheiße. Okay, danke schön, Super Buu, jetzt darf ich kontern. Wollte ich eigentlich gar nicht. Super Buu kann mir echt auf den Sack gehen. Okay, gerade noch geschafft. Ich konzentriere mich gerade nicht so einfach darauf. Okay, auf jeden Fall wieder genug Energie, um zu kontern. So. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Dreierattacke ändern. So, jetzt. So. Buu, Buu, Ladung, Volleyball. Genau die Attacke wollte ich nämlich machen. Es müsste eigentlich schon Ende kommen, oder? Ne, Rachekanone kommt noch, okay. This is the end. You'll never go back to normal after this. Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich schon Son Gohan, oder? Gotenks kann Buu als Super Saiyajin beinahe besiegen, doch kurz davor beendet die Fusion. Aber Gohan ist schon auf dem Weg, der von Meister Kaioshin, vom älteren Kaioshin, seine innere Kraft.
How can I unleash my potential and become the ultimate warrior? Well, you know how to become one of those Super Saiyans, don't you? Why don't you try that and believe in yourself? I just have to become a Super Saiyan and believe. But wait, maybe not here. He couldn't have waited for me to move first? Incredible. Dad, I feel so awesome. I bet you do, son. That's amazing. I'm so proud. Perfect. Gohan has ascended past his limitations. I almost can't believe it. It's just that he looks so normal. His power is overwhelming, and he didn't even have to go Super Saiyan. Transforming isn't all it's cracked up to be. Gohan had the power in him all along. Sorry, Gohan. I really wish I could come along, but I'm afraid I can't. I have to stay in this world for a while. You've really grown, son. I'm sorry I haven't been able to be there with you. It's okay, Dad. I may not get a chance to see you again. Well, until it's your time to come back here, that is. Make me proud. Give Majin Buu what's coming to him. Yeah. All right. Back to Earth. Guess I'll see you later, Dad. It's time, Gohan. If you'll excuse me. Okay. Kabito, I have a favor to ask. This Kai garb's okay and all, but I want to take on Buu in my dad's clothes. Could you give me gear just like his? Sure. No problem. Yeah, perfect. Thanks, Kabito. I shall return then. From the distant world of the Kais, we shall be praying for your swift and illustrious victory. Goodbye. Tell the Kais I will do my best. Okay, let's do this. Jo. Ultimativer Gohan. Das heißt, jetzt kommt Ultimativer Gohan. Gleich daraufhin kämpfen wir dann wahrscheinlich gleich gegen Kid Buu. Wahrscheinlich. Oder es kommt noch der Kampf Son Goku gegen Majin Buu, der Son Gohan absorbiert hat auch. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall treten wir jetzt Buu in den Arsch, so oder so. Ob es jetzt der eine oder der andere ist, auf jeden Fall kriegt Buu einen Durchtritt. You aren't seriously planning to fight me, are you? No. I plan to kill you. You kill me? Buu remember you? You're the jerk Buu beat up before. It looks like you want me to do it again. Und los geht's. Fängt zu baden. Aber nee, das ist ja Super Buu. Das heißt, wir kämpfen auch noch gegen den anderen Buu.
Kamehameha. So. Steckt das ein wie ein Mann. So, gleich mal wieder Energie aufladen. Okay. Ach, das kann er natürlich voll locker blocken, die Drecksau. Das gibt's doch nicht. Alter, ich drück schon wieder im Vollidiot. Wieso klappt das diesmal nicht? Manchmal hasse ich das Spiel übel. What's wrong? Weren't you gonna knock me around? I'll send you flying! I'll send you flying! I'll send you flying! Okay. Mindestens kann ich jetzt wieder aufladen. Mist. So. Ja, du hast keine Chance mehr, Bu. Das habe ich schon gewonnen. Jetzt gebe ich dir den Gnadenstoß nämlich. Super Bu, ey, wohl eher. Suppenbuch, haha. Okay, der war richtig schlecht, aber scheißegal. Kamehameha. Und tschüss, Boo. Stronger than me. Who gonna make you pay? You will pay. You will suffer. We'll destroy you. You know better than anyone that that's impossible. We'll see about that. Ah, jetzt kommt das, die Explosion. Okay, was machen? Ne, muss ich einstecken. Okidoki. Haben wir den ultimativen Super Gohan auch schon mal. Aber viel fehlt ja jetzt nicht mehr, Leute. Ich denke mal, ich schaffe jetzt die Buu-Sage noch in diesem Part zu Ende. Mal, ich denke es mindestens. Bu jagt sich selbst in die Luft, aber verpisst sich, um sich eine Strategie annehmlich auszudenken. Er absorbiert nämlich einfach... Ach, Vegito... Ja, okay, es überspringt gleich wieder alles, oder was? Auf jeden Fall, Super Bu absorbiert erstmal Gotenks, beziehungsweise er zwingt die kleinen Kittys nochmal sich zu fusionieren und dann absorbiert er Piccolo und Gotenks. Gotenks durch die Stärke und Piccolo wegen seinem Wissen. Ist ja nicht gerade der dümmste Piccolo. Und... Und dann kommt Son Goku und fusioniert mit Vegeta. Eigentlich kommt Goku nur her, um ihn zu unterstützen und will eigentlich erstmal mit seinem Sohn nämlich fusionieren. Aber das klappt ja. Hat nicht so gut geklappt. Und der hat dann einfach zur Sicherheit noch schnell sein Son Gohan noch absorbiert. Vegeta kam aber gerade auch auf die Erde zurück, so wie Son Goku. Und dann haben die einfach mal mit dem Potara sich fusioniert. Was dann der geilste, einer der geilsten, beziehungsweise der witzigsten Kampf der ganzen Dragon Ball Z 3 wahrscheinlich dann
gebracht hat, zumindest in der deutschen Fassung. In der amerikanischen und japanischen, glaube ich, war es nicht so arg witzig. Also die amerikanische habe ich auf jeden Fall gesehen. Japanisch weiß ich ja nicht, was er labert. Ich glaube nicht gerade, dass er gesagt hat, ich habe die Döner am Spieß oder das mit Dr. Boo. Da das auch nie in den Spielen mal erwähnt worden ist, glaube ich, das hat einfach mal nicht. Von daher. Aber ihr seht ja schon, dass der Kampf ziemlich lächerlich wirkt. Was auch so ist, denn Boo hat gar keine Chance. Aber das ist mindestens auch storytechnisch eigentlich auch richtig. Denn Vegito war Boo. Hochhaus überlegen. Der hat da gar keine Chance gehabt. Irgendwie doof, ich triff damit nicht wirklich. Vielleicht krieg ich die Ulti noch hin. Ja, krieg ich noch hin. Final Kamehameha. Und das war's auch schon wieder für Superbu. Jetzt müsste aber der kleine Pimpf kommen. Now then, this is getting tedious. Let's end things, shall we? I'll give you until the count of 10 to say your prayers. Denn Boo absorbiert nämlich jetzt auch noch Vegito, der das aber geplant hat und eine Barriere kann. Keine Ahnung, wo er das hat. Ich dachte immer, das kann nur die Androids bzw. C17, aber hey, er kann's auch. Und dadurch retten sie dann alle, auch den fetten Boo. Was dann dann rausgekommen ist, der kleine Kid Boo. Na, das mit dem Schoko. Mit der Schokokugel, so ist auch witzig. Ohne Witz, wenn ihr mal Langeweile habt, ihr könnt euch diese Folge immer geben. Ich glaube, es waren zwei. Sau witzig, die ganze Scheiße. Okay. So, und Goku und die anderen finden den Ausgang und können entkommen. Beim Anblick der kleinen kinderartigen Erscheinung von Boo sind sie erstmal nicht beeindruckt, bis der Kleine einfach mal die ganze Erde zerstört hat und Son Gohan, Son Goten, Piccolo, Trunks, alle drauf geht. Weil Son Goku Majin Buu, den Fetten und Mr. Satan gerettet hat. Und natürlich Dende. Den darf man auch nicht vergessen. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zum finalen Kampf, oder? Wenn so ein Guru dreifache Super Saiyan ist, dann ist es wahrscheinlich der feine Kampf. Time to hit him as hard as I can. If we're defeated, the universe is history. Ja. Finally, the beginning of the final battle. The fate of the whole universe is at stake. Okay. Verdammt. Nee, ich kann da einfach nichts machen, das kotzt mich über. Und der kann jetzt schon Kamehameha machen, was er bestimmt machen wird. Naja, war ja klar. Kid Buu zögert hier gar nicht. Geht nix. Kuku, vergiss es. Geht einfach gar nichts. So. Nein, gerade als ich aufgeladen war. So, jetzt aber. Ach, der hat nicht mal geblockt. Wundert mich. Oh, jetzt kriegst du erstmal wieder alles zurück, du Pisser. Ja.
dreifache Super Saiyan können alle irgendwie nicht ziehen. Furchtbar. Und er wird furchtbar. Okay, jetzt kann er nicht mehr blocken. I feel like I'm beginning to understand. Understand why I'm always lagging behind you in strength. I've been fighting to do what I want. To have fun. To kill my enemies. And for my own pride. But you, you're different, Kakarot, forget about me. Just land the final blow and take him out. As a Super Saiyan 3, you should be able to use all your ki to blow Buu away completely. I thought about doing that, but it would mean that I'd have to charge up my ki for a full minute. You didn't want me to have to fight him alone. Look, I can hold him off for 1 minute. You just concentrate on charging up your ki. Don't you go and die, Vegeta. I don't need you to tell me that. All right, let's go. Okay, Wechsel von Goku auf Vegeta. Ah, ich dachte, da kommt noch eine Katze in die verdammte Scheiße. Damn it. Can't believe you're fighting a guy like this. Still charging. Hurry up. Can't take my mist. No. What's going on? He isn't charging right. Jetzt krieg ich gleich wieder ein Kamera mehr in die Fresse. Komm, lass mich mindestens. Genau. Dass ich genug Energie habe. Komm. Links. Ja. So kann ich noch schnell aufladen. Genau. Das wollte ich nämlich nicht. So kann ich nämlich jetzt blocken, dass es nicht so viel abzieht. Locker trotzdem 10.000 Mal abgezogen, der Pisser. Wie nervt er denn? Okay. So, jetzt komm. Du hast der Kid Buu eigentlich zerstört. Mal schauen. Jetzt kommt Bajin Buu. Ja, der fette Buu. Ah, okay, Schokoladenstrahl klappt gleich von Anfang an. Perfekt. Ziehen genug Leben ab. Dass wir gleich den Wechsel auf Goku machen können wieder. Okay, man fällt gut, kann ich den Banner schon so drücken. Oh, okay. Musste ich ihn mit fetten Bogen bringen jetzt? Irgendwie sieht es so aus, Brenner. Ja. Okidoki. Na, ist jetzt noch so eine scheiß Attacke? Will er mich verarschen? Der Arme hat doch eh kein Leben mehr.
getting weaker. It looks like the boos can do actual damage to each other. Darn, this is no good. The chubby boo is nearly dead. Jetzt ist die Frage, mache ich noch einen Kampf mit Goku gegen Boo oder kommt jetzt einfach mal die Anime-Cutscene, dass ich Boo gleich zerstöre? Darauf bin ich jetzt gespannt. Aber ich glaube, ein Kampf fehlt noch. Nämlich Goku noch. Kakarot, how many times have you saved the Earth so far? Huh? Why do you want to know that now? Well, it's about time the people of this planet paid you back. Come on, Kakarot. Use the spirit bomb. Vegeta, that'll never work. Even if I collect a little energy from everyone on Earth, it still won't be enough to defeat Boo. I told you it's time they repaid you for all the times you saved them. They have to give you every bit they can spare. Huh? Hey, Supreme Kai, can you hear me? I want to speak to everyone on Earth. Can you make that happen? You mean like Babidi did? I don't know if I can do that. What? What? Leave that to me. It's my specialty. That voice. That's King Kai. You got it. Vegeta, using my spirit bomb technique to finish off Boo is a nice choice. Okay, ready? Sweet! People of Earth, can you hear me? Right now, somewhere far away, warriors are fighting against Majin Buu to save the Earth. However, things are not looking good. We need your help. Raise your hands up toward the sky. We're going to gather your energy to defeat him. That's great, Vegeta. I'm really impressed. Everyone, please! I need you to give me as much energy as you can! Yes, a spirit bomb! This isn't like Vegeta at all. No, no! Boo! Yeah! Darn it! What are you doing? Stop it! Darn Earthlings! Kakarot, I'm going to try and buy us some more time. While I'm fighting, talk to them. Maybe you can convince them. People of Earth, okay. Please, help! I need you to give me your energy. I have to have it in order to save you all. Scheiße, für mich wieder. Why? Why won't you give me your energy? Everyone, please, hurry! Don't you care about the Earth? The rest of the universe? You idiot! Aren't you listening? We are I am asking you myself. I'll be Majin Buu. But I need you to give me your energy first. We have a choice. Telling them that way is the only way they'll trust me. Anyway, our priority now is to defeat Boo. Okay, ist das also hat auch schon gerufen. Und da ja alle Erdbewohner ihn bewundern, ist eigentlich eher auch die beste Wahl gewesen, dass der noch am Leben ist. Wobei man auch denken könnte, wenn Gotenks noch da, noch ein dreifacher Super Saiyan, man hätte vielleicht Kid Buu auch nicht eine Chance gehabt. Aber letztendlich schaffen wir es ja so. Ich gehe jetzt gleich wieder in den Nahkampf. Bevor der mich hier jetzt rausbringt. So. Ich denke mal, das müsste reichen, oder? Immer noch nicht. Come
Time to say goodbye! Big Bang Attack! Big Bang Attack! So, Kid Buu, eigentlich hast du kein Leben mehr. Over. It's about time. What's happening? It seems they actually did it. I can no longer sense Majin Buu's presence. Ha ha! Oh, yeah! 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 Dad. Did you get him? Is he really gone? You did do it. Can you hear me, people of Earth? This is your martial arts champion of the world, Hercule. Because of all your help, the evil Majin Buu is now dead. Worry no longer and be free from fear. Jerk! All right, we did it! Goku, Vegeta, you're awesome! Oh, Vegeta, I love you! Ja, Leute. Das war's mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Ne, Spaß, beiseite. Es kommen noch zwei Sachen. Der Dajan Ember Kampf kommt noch und vierfach mit Geta. Das Problem ist halt nur, dass ich hier gerade die Szene nicht überspringen kann. Aber ich werde jetzt den Part hier beenden auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten. Ciao!